Ja, liebe Freunde in Deutschland, Bom Gia, ich grüße euch aus dem Campo Bahia. Hier stand in den letzten zwei Tagen Shkudra Mustafi, der Mann aus Bebra, also aus meiner Heimatregion, im Fokus. Gestern habe ich ihn hier in diesem verschlagähnlichen Gebäude interviewen dürfen. Da sind alle Nationalspieler immer, wenn sie Printinterviews oder auch Fernsehinterviews führen, untergebracht. Das ist eigentlich eine ganz nette Atmosphäre. Shkudran hat mir viel erzählt, zum Beispiel, dass er Single ist, mit wem er in der WG wohnt. Das weiß auch nicht jeder und das Gespräch war sehr tiefgründig, muss ich sagen. Also war zwar bescheiden, hat aber auch zwischen den Zeilen durchblicken lassen, dass er schon sehr ambitioniert ist. Vielleicht wechselt er auch den Verein im Sommer. Das muss man mal sehen. Jetzt sind wir hier im Medienzentrum. Heute war Shkudran auch wieder im Fokus, denn er war auf der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft. Dort haben ihn die Medienvertreter auch noch ein bisschen ausgequetscht. Gott sei Dank nicht so viel wie ich, damit ich ein paar Infos noch exklusiv habe. Wir waren jetzt noch im Medienzentrum, haben ein bisschen geschrieben. Mexiko gegen Kamerun lief parallel schon. Das Wetter war heute Morgen sehr regnerisch, jetzt scheint wieder die Sonne, also es ist sehr wechselhaft. Und wir fahren jetzt in unsere Anlage zurück, werden dort Spanien gegen die Niederlande schauen. Ich bin sehr gespannt, ist ein Top-Spiel. Und bevor ich heute abschließe mit dem Video, will ich noch ganz herzlich meine Fußballkollegen grüßen vom TSV Pilgerzell. Die sind jetzt gerade in Prag auf Mannschaftsfahrt. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin ein bisschen neidisch, würde gerne mit euch feiern, aber die Alternative hier ist natürlich auch nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. In diesem Sinne, schönen Abend nach Deutschland. Wir hören uns morgen wieder.